Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zur diesjährigen YouTube Halloween Show. Wenn ihr euch fragt, was soll denn diese YouTube Halloween Show überhaupt sein? Ganz viele tolle, fantastische Creator haben sich zusammengeschlossen und machen Videos, ja, zum Thema Halloween in ihren ganz eigenen Stil. Wenn ihr die anderen auch alle besuchen möchtet, habe ich euch unten natürlich die Playlist entsprechend verlinkt. Wäre toll, wenn ihr einfach mal bei den anderen auch mal vorbeischauen könntet. Da könnt ihr natürlich auch prima tolle Creators auch mal kennenlernen. Deswegen machen wir das Ganze. Und ich habe natürlich auch jetzt ein Video zu diesem Thema hier gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen, deswegen ist das keine große Überraschung. Und zwar dachte ich mir, okay, Halloween ist so ein bisschen horrormäßig und das soll ja irgendwie zum Gameboy passen. So richtige Horrorspiele für den Gameboy gibt es ja nicht so wirklich, aber es gibt natürlich die Castlevania-Serie, die drei Teile auf den Gameboy herausgebracht hat. Und hier in diesem Video stelle ich euch alle drei Spiele vor und zeige euch, welche noch gut spielbar sind und welche nicht. Nach dem Intro geht's los. Bevor die Serie ihren Weg auf den Gameboy fand, eroberte sie schon die Herzen vieler Spieler auf den Heimkonsolen. Lass uns also einen kurzen Überblick über die Castlevania-Spiele werfen, die die Serie geprägt haben, bevor Christopher Belmont seinen ersten Auftritt auf dem Handheld feierte. Alles begann 1986, als Konami das erste Castlevania, in Japan übrigens als Akumatsu Dracula bekannt, auf dem NES veröffentlichte. Übernimmt die Rolle von Simon Belmont, ein Mitglied der berühmten Belmont-Familie, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Dracula und seine fiesen Monster zu vernichten. Das Gameplay des ersten Castlevania war revolutionär. Ein seitlich scrollendes Action-Adventure, bei dem ihr mit einer Peitsche gegen Vampire, Skelette und allerlei andere Monster kämpfen musstet. Das Spiel setzte Maßstäbe für das Genre, indem es knackige Action mit fordernden Plattformpassagen und einem starken Schwierigkeitsgrad kombinierte. Das erste Castlevania war nicht nur wegen seines Gameplays ein Hit, sondern auch wegen seiner düsteren Atmosphäre und des epischen Soundtracks, der bis heute in der Fangemeinde gefeiert wird. Diese Kombination aus gruseligem Gothic-Design und treibender Musik legte den Grundstein für den ikonischen Stil, den die Serie in den kommenden Jahrzehnten beibehalten sollte. Nur ein Jahr später, 1987, folgte Castlevania 2 Simon's Quest, ebenfalls natürlich auch auf dem NES. Dieses Spiel nahm eine interessante Wendung und ging in eine etwas experimentellere Richtung. Simon Belmont kehrt zurück, um den Fluch von Dracula aufzuheben, den er im ersten Spiel erlitten hatte. Dieses Mal entschied sich Konami, das Gameplay mit Rollenspielelementen und Erkundung zu bereichern. Anstatt durch linear aufgebaute Level zu marschieren, bot Simon's Quest eine offene Welt, die es zu erkunden galt, sowie NPCs, mit denen Simon interagieren konnte. Ihr musstet durch Hinweise und Erkundung den richtigen Weg finden, was allerdings oft sehr kryptisch und frustrierend empfunden wird. Obwohl Simon's Quest in Sachen Gameplay nicht bei allen Spielern gut ankam, wird es oft wegen seines ehrgeizigen Ansatzes gelobt. Es legte den Grundstein für spätere Metroidvania-Titel, die Erkundung und Action geschickt miteinander verbinden. Ein Stil, den sich in späteren Spielen der Serie etabliert hat. 1989 kehrte dann Konami mit Castlevania 3 Draculas Curse natürlich auch auf dem NES zurück und besann sich wieder auf ihr klassischen levelbasierten Gameplay des ersten Teils. Ihr spielt dieses Mal als Trevor Belmont, ein Vorfahren von Simon Belmont, und das Spiel bietet mehrere spielbare Charaktere, darunter den Magier Sypha, den Piraten Grant und den ikonischen Alucard, Draculas Sohn. Diese Neuerung brachte einen strategischen Twist ins Spiel, da jeder Charakter seine eigenen Fähigkeiten und Vorzüge hatte. Das Level-Design war zudem herausfordernder und bot alternative Phase, was den Wiederspielwert natürlich deutlich erhöhte. Die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie machte Draculas Curse zu einem der bestbewertesten Castlevania-Spiele auf dem NES. Es brachte nicht nur packende Action und tolle Bosskämpfe zurück, sondern erweiterte da auch das Universum der Serie, dem es die Geschichte von Draculas Rache und den langen Kampf der Belmonts gegen ihn vertiefte. Bevor Castlevania auf den Gameboy erschien, eroberte die Serie 1988 auch die Arcade-Welt mit Haunted Castle. Dieses Spiel ist eine Arcade-Version von Castlevania und ein gnadenloser Plattformer, der durch seinen Schwierigkeitsgrad bekannt wurde. Trotz seiner Frustmomente bietet das Spiel auch die gleiche packende Atmosphäre und fordernde Action, für die die Serie bekannt ist. Insgesamt legten diese frühen Castlevania-Titel den Grundstein für eine der langlebigsten und erfolgreichsten Serien in der Videospielgeschichte. Aber wie schlägt sich die Serie auf den Gameboy? In den folgenden Kapiteln stelle ich euch alle Spiele vor.
Nicht erschrecken, eine kurze Werbung in eigener Sache. Mein neues Buch Gameboy Geheimtipp 2 ist nämlich jetzt erhältlich. Auf 84 Seiten stelle ich euch 34 Spiele vor, die kaum jemand kennt, aber unbedingt mal einen Blick wert sind. Dazu gibt es ein Mega Man Special, in dem ich alle Mega Man Spiele für den klassischen Gameboy genauer unter die Lupe nehme. Das Ganze kommt als farbiger Doppelseiten-Guide, verfügbar als Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Verfügbar übrigens auf Amazon. Den Link zu der Bestellung findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit dem Video. In Castlevania The Adventure übernimmt ihr die Rolle von Christopher Belmont, einem Vorfahren des berühmten Simon Belmont. Eure Aufgabe? Klar, Dracula vernichten. Wie in den anderen Castlevania-Titeln kämpft ihr euch durch düstere Level voller Monster, Fallen und natürlich Draculas Dienern, um am Ende dem Vampirfürsten selbst natürlich gegenüberzustehen. Das typische Castlevania-Setting also. Düster, gefährlich und voller fieser Gegner. Das Gameplay ist genau das, was man von einem klassischen Castlevania-Spiel erwartet. Allerdings natürlich in stark reduzierter Form, was die technischen Einschränkungen des Gameboys natürlich widerspiegelt. Ihr lauft, springt und schlagt mit der legendären Peitsche auf alles ein, was sich euch in den Weg stellt. Die Peitsche kann in 3 Stufen aufgerüstet werden, was ihr durch das Einsammeln von Power-Ups schafft. Aber Achtung, wenn ihr Schaden nehmt, verliert ihr auch diese Upgrades, was das Spiel dann natürlich noch schwieriger macht. Und hier kommen wir auch zu dem größten Kritikpunkt. Die Steuerung. Die fühlt sich langsam und manchmal träge an. Christopher Belmont bewegt sich nicht so flink, wie man es vielleicht von anderen Castlevania-Teilen gewohnt ist. Die Sprünge sind schwer zu kontrollieren und man landet häufig in den Gegnern oder fällt in Abgründe, weil die Steuerung einfach nicht präzise genug ist. In einem Spiel, das auf pixelgenaue Sprünge und schnelles Ausweichen angewiesen ist, ist das natürlich ein echter Frustfaktor. Die Levelgestaltung ist allerdings gut durchdacht. Das Spiel bietet 4 lange Level, die nicht nur knifflig, sondern auch abwechslungsreich sind. Ihr kämpft euch durch düstere Wälder, Burgen und Höhlen, die alle typisch für das Castlevania-Universum sind. Die Feinde sind ebenfalls eine bunte Mischung aus klassischen Monstern wie Fledermäusen, Skeletten und anderen Dämonen, die euch das Leben schwer machen. Die Grafik ist für ein Gameboy-Spiel solide. Die Sprites sind groß und detailliert und obwohl der Bildschirm des Gameboys natürlich klein ist, schafft es das Spiel, eine dichte, düstere Atmosphäre zu erzeugen. Christopher Belmont ist sehr gut zu erkennen und die Gegner sind ebenfalls klar gestaltet, auch wenn es manchmal etwas schwer sein kann, in den dunkleren Abschnitten des Spiels alles deutlich zu sehen. Trotzdem ist die Atmosphäre für ein Handheld-Spiel zu dieser Zeit beeindruckend. Einfach nur Castlevania pur. Und jetzt kommen wir zu dem Sound. Castlevania-Fans wissen natürlich, dass die Musik ein wichtiger Teil der Serie ist und hier enttäuscht auch dieser Ableger nicht. Das Soundtrack ist überraschend stark für den Gameboy und schafft es, die düstere Stimmung und Spannung aufzubauen, die man von der Serie kennt. Natürlich ist es kein Vergleich zu den grandiosen Kompositionen auf den Heimkonsolen, aber für ein 8-Bit-Handheld klingt das erstaunlich gut. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, ist das Spiel echt knallhart. Das Spiel verlangt viel Geduld und gute Reflexe. Die Gegner platzieren sich oft genau dort, wo ihr nicht hinschauen könnt, und die Steuerung macht, wie angesprochen, euch ist echt das Leben schwer. Besonders in den späteren Levels wird dadurch der Frustfaktor echt hoch, wenn ihr wieder und wieder in dieselben Fallen lauft oder von fliegenden Gegnern überrascht werdet. Ein weiterer Punkt, der das Spiel schwieriger macht, ist das Fehlen von Unterwaffen wie in klassischen Castlevania-Spielen. Ihr seid also die ganze Zeit nur mit der Peitsche unterwegs, was den Spielstil natürlich wenig einschränkt. Alles im allem ist das Spiel ein solider Versuch, die epische Vampirjagd auf den Gameboy zu bringen, aber leidet einfach an der technischen Umsetzung. Die Entwickler hatten eben noch einfach keine Erfahrung mit dem Gameboy und konnten so alles nicht großartig optimieren. Daher ist dieses Spiel leider so ein bisschen das schwarze Schaf auf dem System. Diesmal hat Konami das Castlevania-Erlebnis auf dem Handheld ordentlich verbessert und uns eines der besten Spiele der Serie auf den Gameboy beschert. In Belmont's Revenge schlüpft ihr wieder in die Rolle von Christopher Belmont, den wir schon aus Castlevania The Adventure kennen. Diesmal geht es darum, seinen eigenen Sohn Soleil zu retten, der von Dracula entführt und in eine dämonische Waffe verwandelt wurde. Klar, der König der Vampire ist zurück und ihr müsst ihn natürlich aufhalten, was auch sonst. Das Abenteuer führt euch durch 4 verschiedene Burgen, jede mit ihrem eigenen Thema, bevor er schließlich zum finalen Showdown mit Dracula selbst kommt. Das Gameplay ist dieses Mal deutlich flüssiger und präziser als im Vorgänger. Ihr steuert Christopher durch die verschiedenen Level, springt über Abgründe, kämpft gegen Monster und sammelt Power-Ups, die euch natürlich im Kampf helfen. Anders als im ersten Teil gibt es hier wieder die berühmten Unterwaffen, die im klassischen Castlevania-Spielen so wichtig sind. Die Axt, das Weihwasser und das Kreuz sind eure besten Freunde im Kampf gegen Draculas Armeen. Die Rückkehr dieser Unterwaffen macht das Gameplay viel abwechslungsreicher und auch taktischer.
Die Steuerung wurde im Vergleich auch viel verbessert. Ihr bewegt euch einfach flüssiger und die Sprungmechanik ist viel präziser, was vor allem bei den vielen Plattformen und schwierigen Sprungpassagen echt von Vorteil ist. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass man durch die träge Steuerung immer wieder unnötig in den Tod stürzt. Klar, es ist immer noch ein Spiel aus den frühen 90ern, aber für den Gameboy fühlt sich das echt gut an. Und auch die Levelgestaltung ist wirklich gelungen. Das Spiel bietet 4 thematisch unterschiedliche Burgen. Eine Kristallburg, eine Wolkenburg, eine Pflanzenburg und eine Burg aus Lava. Ich weiß, das klingt krass. Jeder hat ihr eigenes Design und ihre eigene Herausforderung, was für ordentlich Abwechslung sorgt. Die Gegner sind zahlreich und unterschiedlich, von klassischen Fledermäusen und Skeletten bis hin zu neuen und kreativen Bossen. Besonders cool ist, dass diesmal die Reihenfolge der Burgen ihr selbst wählen könnt, ein bisschen wie Mega Man im Prinzip. Auch auf der technischen Seite gibt es hier echt nichts zu meckern. Grafisch ist das Spiel für einen Gameboy-Titel echt beeindruckend. Die Sprites sind groß und detailliert und die Animationen laufen flüssig. Besonders die Bossgegner sehen für die Hardware des Gameboys erstaunlich gut aus. Auch die Umgebungen sind liebevoll gestaltet und es gibt hier eine gute Vielfalt an Hintergründen und Leveldesigns, die zur düsteren Atmosphäre des Spiels beitragen. Trotz der eingeschränkten Farbpalette natürlich gelingt es dem Spiel, die typische Castlevania-Stimmung perfekt zu transportieren. Und kommen wir jetzt mal zur Musik und hier wird es, wie nicht anders zu erwarten, mal richtig. Das Soundtrack ist einfach fantastisch. Die Kompositionen sind eingängig, düster und schaffen es, die epische Atmosphäre des Spiels zu verstärken. Es ist beeindruckend, wie viel Musikqualität Konami hier aus der kleinen Gameboy-Kiste herausgeholt hat. Auch die Soundeffekte sind solide umgesetzt und unterstützen das Gameplay gut, ohne zu nerven. Der Schwierigkeitsgrad ist durchaus herausfordernd, aber immer fair. Die Level erfordern präzises Timing und gute Reaktionsfähigkeiten, aber die verbesserte Steuerung macht das viel angenehmer, als es noch im ersten Teil der Fall war. Was dieses Spiel besonders macht, ist die Balance zwischen Action und Erkundung. Es gibt genug Geheimnisse, Power-Ups und Wege, um verschiedene Taktiken auszuprobieren, während ihr euch durch die Burgen kämpft. Der Wiederspielwert ist dadurch recht hoch, und es macht auch dann noch nach dem ersten Durchspielen Spaß, neue Wege zu entdecken oder es auf einer anderen Reihenfolge mal anzugehen. Insgesamt ist Castlevania 2 Bellman's Revenge eines der besten Spiele, die ihr auf dem Gameboy finden könnt. Es verbessert fast alles, was im ersten Teil nicht so gut funktioniert hat, bietet ein rundes, herausforderndes und atmosphärisches Erlebnis, das sowohl Castlevania-Fans als auch Retro-Spieler begeistert. Die Mischung aus Action, Strategie und typischen Castlevania-Düsternis macht das Spiel auch heute noch zu einem echten Highlight der Serie. Ein absolutes Muss. Diesmal gibt es eine besondere Überraschung, denn ihr spielt nicht an der typischen Belmont-Helden, sondern Sonja Belmont, die erste Vampirjägerin der berühmten Familie. Klingt vielversprechend, oder? Aber ist Castlevania Legends auch das Highlight, das den Gameboy-Abschluss der Serie würdig macht? Lasst uns mal zusammen hereinschauen. Also, worum geht's? Wie angesprochen übernimmt ihr die Rolle von Sonja Belmont, den allerersten Belmont, der sich auf den Weg macht, Dracula zu jagen. Die Story dreht sich um den Kampf gegen Dracula, wobei das Spiel den Anfang der epischen Auseinandersetzung zwischen dem Belmont-Clan und dem Fürster Finsternis darstellt. Besonders interessant ist dabei, dass die Story erstmals die weibliche Heldin in den Vordergrund stellt. Diese Neuerung bringt jedoch spielerisch keine riesigen Veränderungen, aber hey, ist es mal cool, dass Konami damals schon eine Heldin eingeführt hat. Das Gameplay bleibt im Kern das, was man von einem klassischen Castlevania-Titel erwartet. Ihr kämpft euch durch düstere Level, besiegt Monster, weicht Fallen aus und nutzt Sonjas Peitsche, um euch den Weg zu bahnen. In den früheren Teilen könnt ihr auch Power-Ups und Unterwaffen wie das Kreuz oder die Axt einsammeln, die im Kampf gegen Draculas Kreaturen helfen. Neu in Castlevania Legends ist Sonjas Fähigkeit, Seelenkräfte zu sammeln, mit denen sie besondere Fähigkeiten aktivieren kann, wie etwa die Zeit zu verlangsamen oder ihren Angriff zu verstärken. Diese Kräfte bringen natürlich ein bisschen taktische Tiefe mit ins Spiel und können in schwierigen Momenten natürlich wirklich hilfreich sein. Was die Steuerung angeht, ist Castlevania Legends solide, aber nicht perfekt. Das hat irgendwie der Vorgänger etwas besser hingekriegt. Sonja bewegt sich zwar relativ flüssig und die Sprungmechanik fühlt sich besser an als in den früheren Gameboy-Spielen der Serie. Dennoch gibt es hin und wieder Momente, in denen die Steuerung etwas träge wirkt. Vor allem in hektischen Kämpfen gegen schnelle Gegner. Trotzdem ist die Steuerung präziser als in Castlevania The Adventure und das sorgt für ein insgesamt besseres Spielerlebnis. Die Levelgestaltung in Castlevania Legends ist abwechslungsreich, wenn auch nicht ganz kreativ wie in Bellman's Revenge. Die einzelnen Abschnitte bieten die typischen Castlevania-Umgebungen von düsteren Burgen über Wälder bis hin zu Höhlen voller Fallen und Monster. Einige der Plattformabschnitte können etwas frustrierend sein, da sie pixelgenaue Sprünge erfordern, aber insgesamt bleibt das Leveldesign fair und fordert eher eure Geduld als euer Können heraus. Grafisch holt Castlevania Legends viel aus dem Game Boy heraus. Die Sprites sind gut erkennbar und Sonja sieht als Protagonistin großartig aus. Die Gegner sind vielfältig und ebenfalls klar gestaltet, auch wenn die Farbpalette des Game Boys natürlich etwas beschränkt. Was jedoch positiv auffällt, ist die Atmosphäre. Die düstere Stimmung der Castlevania-Spiele wird auch auf dem kleinen Bildschirm überzeugend eingefangen. Und besonders die Bossgegner stechen durch ihre Größe und Detailverliebtheit hervor.
Das Soundtrack ist natürlich wie immer ein Highlight des Spiels. Castlevania ist ja bekannt für epische Musik und genau das wird hier auch abgeliefert. Die Tracks sind düster, treibend und passen perfekt zur Atmosphäre des Spiels. Klar, es ist nicht ganz auf dem Niveau der Heimkonsolen, aber bleibt definitiv im Ohr hängen. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, ist Castlevania Legends wie angesprochen fordernd, aber nie unfair. Die Gegner platzieren sich oft in fiesen Positionen und die Bosskämpfer fordern ein gutes Timing und geschicktes Ausweichen. Trotzdem bietet das Spiel genügend Heil-Items und Power-Ups, um auch Anfänger durch die Level zu bringen. Die Seelenkräfte, die Sonja einsetzen kann, machen das Spiel ein wenig leichter, da ihr in brenzligen Situationen den Spielfluss zu euren Gunsten verändern könnt. Ein kleiner Kritikpunkt könnte sein, dass das Spiel im Vergleich zu den Vorgängern nicht allzu viele Neuerungen bietet. Castlevania Legends bleibt ein klassisches Castlevania-Erlebnis, ohne wirklich große Risiken einzugehen oder neue Mechaniken einzuführen, abgesehen von den Seelenkräften, wie angesprochen. Wer die Serie also schon kennt, wird hier wenig Überraschung finden, aber dennoch ein solides Abenteuer erleben. Insgesamt ist Castlevania Legends ein würdiger Abschluss der Gameboy-Reihe. Es bringt die bekannte Castlevania-Atmosphäre auf den kleinen Bildschirm, bietet eine coole weibliche Hauptfigur und verfeinert das Gameplay im Vergleich zu seinen Vorgängern etwas zumindest. Die Mischung aus Action, Plattforming und taktischen Elementen sorgt für ein unterhaltsames und forderndes Spielerlebnis. Auch wenn dieser Teil sehr spät erschienen ist und dadurch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, lohnt es sich trotzdem hier mal reinzuspielen. So, also, 3 Spiele sind erschienen, 2 davon sind gut und der erste... Ja, sagen wir mal, den vergessen wir lieber. Die Steuerung ist einfach viel zu schrecklich, an dass das jetzt irgendwie großartig Spielspaß aufkommen würde. Die anderen beiden sind jedoch durchaus zu empfehlen, wobei ich schade finde, dass der letzte Teil wirklich so spät erschienen ist und dadurch auch für Sammler sehr teuer ist leider, weil er natürlich damals gar nicht so wahrgenommen wurde. Aber lohnt sich trotzdem, wobei natürlich das absolute Highlight der zweite Teil ist. Welcher Teil ist für euch der Lieblingsteil? Haut mal in das in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Halloween.